Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktuelle Stunde und ein Thema, das so gar nicht zur aktuellen Situation in unserem Lande passt. Die Seen, die durch die BVVG zum Verkauf stehen, sind sicherlich ein Thema, was ganz allgemein im Land von Bedeutung ist. Aber aktuelles Thema wäre doch etwas anderes gewesen. Zum Beispiel die Katastrophale unserer Kommunen, die Katastrophale auf dem Lage auf dem Arbeitsmarkt, die drohende Entlassungswelle bei den Werften, die immer weiter schwierige Situation im Bildungsbereich etc. 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 Und dann kommt die SPD hierher und macht aus der Aktuellen Stunde etwas, was man als Selbstbeweihräucherung, glaube ich, klassifizieren kann. Wir haben es bei dem Thema zu tun mit dem Begehren des Bundes, wenn Sie so wollen, auch geraubtes Land zu privatisieren. Wir alle wissen, dass sich die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl seinerzeit zum Hehler von durch die Sowjets enteigneten deutschen Boden gemacht hat. Und das dürfte hinreichend bekannt sein. Hier wurden tausende Hektar von geraubtem Privateigentum widerrechtlich durch die Bundesrepublik Deutschland an Dritte weiterveräußert. Dass man am gestohlenen Gut kein Eigentum erwerben kann, dürfte allgemein bekannt sein, gilt jedoch offensichtlich nicht für diese Republik. Was die Privatisierung der Seen durch die BVVG in Mecklenburg-Vorpommern angeht, so teilen wir die Auffassung, dass diese nicht verkauft werden dürfen. Die NPD-Fraktion ist der Meinung, dass der Bund die Liegenschaften kostenlos den Gemeinden oder Städten übereignen soll, weil wir der Auffassung sind, dass die 227 Gewässer am besten vor Ort durch die Kommunen genutzt und vor allen Dingen einer vernünftigen Nutzung zugeführt werden sollen. Es reicht, miterleben zu müssen, wie bereits an der Ostsee, Herr Minister, sogenannte Luxusabsteigen aus dem Boden schießen und ganze Strandabschnitte für die Bürger unseres Landes nicht mehr zugänglich sind. Und das ist geschehen, auch unter Mitwirkung Ihrer Regierung. Und da beklagen Sie hier vorhin, dass andere hier nicht bereit wären, Allgemeingut vor dem Zugriff von Spekulanten zu schützen. Zwar ist uns bekannt, dass in der Vergangenheit die Seen durch die BVVG zunächst den Kommunen und hiernach den Fischern angeboten wurden. Aber das allein reicht nach unserer Auffassung bei weitem nicht aus, weil den Fischern selbstverständlich wie den Kommunen auch die Kapitalkraft, um diese kaufen zu können, fehlt. Was wir brauchen, ist ein Gesetz, das klar regelt, wie mit den Seen verfahren werden soll in der Zukunft. Denn das Übertragen der Seen auf die Kommunen oder auf das Land löst selbstverständlich noch nicht die Finanzprobleme, die dann mit der Übereignung verbunden sind. Mir sind nicht die Summen bekannt, die eventuell erforderlich sein werden, um die Seen auch wieder zu renaturieren. Aber ich weiß aus meiner Heimatstadt Lübtheen, dass im Bereich der kleinen und mittleren Seen unglaublich Finanzmittel notwendig sind, nach einer Übergabe an die Kommunen hier vernünftige Verhältnisse im Bereich der Wasserqualität und der naturnahen Bewirtschaftung dieser Gewässer vorzunehmen. Klare Position hierzu noch mal abschließend meiner Fraktion. Keine Seen in Spekulantenhand. Die Seen müssen zur Erholung der Bevölkerung nach wie vor zugänglich bleiben. Und dies muss in ein Konzept hineingearbeitet werden, wo dann auch der Naturschutz, und das ist ganz wesentlich, und der Wasserschutz als Teil des Naturschutzes zu seinem Recht kommt. Wir sagen also, wir unterstützen das Bestreben der SPD, hier auch in Benehmen mit dem Land und dem Bund eine Lösung zu finden, die dann vor Ort den Menschen das auch nicht entzieht, was ihnen gehört, nämlich ihre Heimat. Und dazu gehören auch die Seen. Vielen Dank.